Danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie unterschiedlich Lob ausfallen kann, haben wir heute in der Debatte wieder gesehen. Auf der einen Seite Frau Wöllert, die mich heute, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen überrascht hat, weil ich habe wieder mal gelernt, Enthaltung ist die höchste Form des Lobes der Opposition. Und was ich nicht verstanden habe, liebe Frau Kollegin Klein-Schmeink, warum Sie, wenn Sie schon sagen, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, hier den Eindruck erweckt haben, als sei das ganze Gesetz schlecht. Und genau das ist hier angekommen und das finde ich schade, weil ich glaube, es hätte sich gerade im Rahmen dieses Gesetzes heute gelohnt, auch mal diejenigen, die sonst nicht so im Vordergrund stehen, der Heil- und Hilfsmittelbereich, die vielen Gesundheitshandwerker, Gesundheitsfachberufe auch mal zu würdigen, weil das sind diejenigen, die neben den Krankenhäusern, die ja immer präsent sind, und den Krankenkassen jeden Tag am Patienten ihre Leistung tun, die jeden Tag Gutes für die Patienten tun und die auch entscheidend dazu beitragen, dass die Versorgung qualitativ hochwertig erfolgt. Und weil ja von einigen hier so getan worden ist, als sei im Rahmen des Gesetzes überhaupt nichts passiert. Mir ist vorgeworfen worden, ich hätte einmal gesagt, das sei überhaupt kein Handlungsbedarf. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Und ich werde Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel nennen, Frau Kollegin. Stichwort Beiträge, Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung. Da haben wir bereits in der letzten Debatte im September 2016 darüber gesprochen, dass es da durchaus Probleme gibt bei der Frage der Beitragsbemessung. Und das haben wir jetzt geändert als Koalition. Wir haben eine neue Beitragsbemessung für Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir schauen genau, wie sind die tatsächlichen Einkünfte nach dem Kalenderjahr, nach den Mindestbemessungsgrenzen. Und das ist eine bürokratiearme Möglichkeit, praxisnahe Lösung für Selbstständige. Und das ist auch ein klares Signal für die Stärkung von Gründermentalität. Das ist ein klares Signal für die vielen selbstständigen Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist das ein gutes Gesetz. Zweiter Punkt, Qualitätssicherung bei Gesundheitshandwerkern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden immer über den Mittelstand. Wir wissen, der Mittelstand ist das Rückgrat der Gesellschaft. Und dazu gehören eben die vielen Gesundheitshandwerker. Dazu gehört der Gesundheitswirtschaftsbereich. Wir reden über 25.000 Augenoptiker. Wir reden über Hörgeräteakustiker, Orthopädie-Schuhtechniker. Wir reden über Zahntechniker. Und das sind Innovationstreiber. Das sind mittlerweile 180.000 Mitarbeiter in dem Bereich. Und die leisten einen enormen Beitrag zu einer modernen, verlässlichen Versorgung. Und deshalb haben wir auch die bisherige Ausschreibungspraxis aufgehoben. Wir haben sie abgeschafft, weil wir gesagt haben, individuelle handwerkliche Leistungen haben nichts mit einer pauschalen Ausschreibung zu tun. Und insofern haben die gerade beim Thema Schuheinlagen, orthopädische Einlagen, ruinösen Preiswettbewerb verhindert. Und wir stärken damit auch die Attraktivität dieser Berufe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Beispiel Modellprojekt ist bereits angesprochen worden. Mein Kollege Roy Kühne hat darauf hingewiesen, dass wir viele Berufsgruppen mit in diese Modellprojekte einziehen. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, das Beispiel Podologen, die sich natürlich erstmal nicht angeboten oder aufgedrängt haben. Aber wir reden über Volkskrankheiten, wir reden über Diabetes. Wir haben mittlerweile 9 Millionen Erkrankte in dem Bereich, die Dunkelziffer bei zusätzlichen 2 Millionen. Und deshalb ist es ja so wichtig, wenn wir diesen Diabetes-Tsunami verhindern wollen in den nächsten Jahren, dass wir auch da genau schauen, welche sinnvollen Kooperationen gibt es da. Und deshalb ist das auch eine sinnvolle Maßnahme und sinnvolle Mittelverwendung im Gesundheitswesen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Stärkung der Hochschulambulanzen ist ein weiteres Thema, was wir im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes angehen. Der Kollege Lauterbach hat bereits darauf hingewiesen, dass es um eine bessere Versorgung geht. Es geht darum, dass wir eine bessere Einbindung auch der Patienten haben. Es geht darum, innovative Behandlungs- und Versorgungsansätze, interdisziplinäre Ansätze, einen direkteren Zugang zu bekommen. Das werden wir dadurch erreichen. Und wir reden immer über sektorübergreifende Ansätze. Hier ist es ein konkretes Beispiel. Und insofern kann man auch mal sagen, dass das ein guter Ansatz ist. Und als letztes Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, Thematik Codierbeeinflussung. Das ist ja ein Thema, was durch die Presse gegangen ist. Und insofern ist das ja nur folgerichtig, dass wir hier jetzt einen Riegel vorschieben. Das ist ja letztendlich auch verständlich, wenn die Krankenkassen, wenn jede Krankenkasse das macht. Also stellen Sie sich das vor, das kann man vergleichen wie bei einem Kinobesuch oder bei einer Veranstaltung. Sie sitzen und auf einmal stehen in der ersten Reihe die Leute auf. Sie sehen nichts mehr. Was machen Sie? Sie stehen auch auf. Und nichts anderes haben die Kassen ja gemacht. Das heißt, eine Kasse hat damit angefangen, anders kodieren zu lassen. Das heißt, die nächste Kasse muss das machen, damit man im Wettbewerb keine Nachteile erleidet. Insofern ist das ein ganz, ganz klares Signal nach draußen, dass wir sagen, wer dieses System missbraucht,
erfährt eine konsequente Reaktion des Gesetzgebers. Hier gibt es keine Tolerierung mehr. Insofern haben wir das gemacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr, ich könnte noch stundenlang über dieses Gesetz, was ein sehr, sehr gutes Gesetz ist, weiter referieren. Nur noch ein Punkt: Mutterschutz. Wir haben gerade in dem Bereich Unwuchten beseitigt aus der Vergangenheit, dass wir eben auch selbstständigen Müttern die Möglichkeit geben, gerade im Rahmen des Mutterschutzes da im Vergleich zu gesetzlich Versicherten gleichziehen zu können. Und insofern danke ich den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Ich danke meinen Kollegen aus der Fraktion und natürlich auch den Kollegen der Koalitionsfraktion und freue mich, dass die Enthaltung heute die größte Form des Lobes gewesen ist. Und insofern ist das heute ein guter Tag und vielleicht sind Sie in dem Bereich ja auch bei der Betrachtung der Realität mit uns einverstanden und stimmen dem Gesetzentwurf zu. Herzlichen Dank.